Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selecto vom Team Jeanette und grüße euch herzlich zu diesem neuen Manga Erstdruck. Ja, es ist endlich Februar, by the way, keine Sorge, die Monatsvorschau kommt, wahrscheinlich diesen Sonntag. Und ja, im Februar ist endlich Ran und die graue Welt bei Carlsen erschienen und ich habe so Bock drauf gehabt, dass ich freue mich einfach jetzt endlich dieses Werk rezensieren zu können. Und bevor wir zur eigentlichen Rezension und den Grundinfos kommen, erstmal, worum dreht sich überhaupt in Ran und die graue Welt? Es dreht sich um die kleine Ran, die magische Sneaker besitzt, mit denen sie, wenn sie anzieht, halt mehr oder weniger erwachsen wird, also eher so jugendlich. Und ja, da erlebt man eben Rans verrückte Abenteuer. Und nun zu den Grundinfos. Ran und die graue Welt ist von Aki Ire, die Macherin hinter Folge den Wolken nach Nord-Nordwest, eine großartige, wirklich großartige Reihe. Ist in 7 Bänden beendet, erscheint beim Carlsen Verlag, Band 2 ist für Mai, was meine ich, datiert und kostet pro Band 12 €. Und zu guter Letzt noch, der Übersetzer ist aus dem Japanischen von Antje Bockel. Und ja, ich hatte es eben schon gesagt, ich war hyped auf das Ding, weil Folgt den Wolken nach Nord-Nordwest ist eine so unfassbar gute Reihe, die ich leider Gottes auf diesem Kanal noch nie besprochen habe. Ich hole es irgendwann nach. Und dementsprechend, ich habe mich einfach gefreut auf mehr Aki Ire. Auch wenn ich im Vorfeld gehört habe, Ran und die graue Welt ist ein umstrittenes Werk, weil es einen Charakter gibt, der kann das dafür sorgen, dass das Werk hasst. Ich vermute, aber schon eine Vermutung, wer gemeint ist. Dazu nachher im Negativen mehr. Und ja, dann, jetzt ist es da. Und ich würde sagen, beim Positiven, wir fangen natürlich mit dem Offensichtlichen an. Das Artwork. Ihr seht gerade das Artwork hier. Aki Ire hat ein unfassbar phänomenales Artwork. Ich sag's voll und vorweg. Ich gebe dem Ding allein schon für das Artwork eine Kaufempfehlung. Es gibt ein, zwei Sachen, die stören mich an dem Werk. Ja, aber das Artwork macht's wett. Wirklich, es ist wow. Einfach nur wow. Dazu dieses magische, kreative. Man merkt wirklich, Aki Ire hat eine Fantasie wie sonst keine. Und das merkst du eben auch nochmal durchs Artwork selber. Dass ich muss sagen, ich bin eh ein Riesenfan von Magie. Und ich liebe solche Themen. Und da kam mir Ran und die graue Welt halt wirklich gelegen. Es ist so herrlich kreativ und so überdreht, aber nicht im negativen Sinne, sondern einfach so viel gut überdreht von den Ideen her, dass man hier wirklich, wenn man Fan von Magie ist, einfach Spaß dran haben wird. Vor allem, wenn man dann eben noch das Artwork feiert, dann dann die Charaktere, muss man sagen, ha. Ja, da ist jetzt die Sache denn Ran, muss man sagen. Viele würden halt bei Ran denken, ja okay, das ist jetzt diejenige hier oben, das ist sie auch, ja. Aber ihr müsst bedenken, das ist halt so gesehen immer noch ein Kind und sie verhält sich dementsprechend auch wie ein Kind. Das muss man mögen oder beziehungsweise, ja, ich sag mal so, wenn ihr zum Beispiel einen Yotsuba nicht mögt, dann wird euch Ran und die graue Welt auch nicht abholen, weil sie verhält sich eben wie ein Kind. Das ist nicht jedermanns Sache, mich stört es jetzt nicht, ganz im Gegenteil, ich mag halt zum Beispiel so Yotsuba. Ja, ich finde es witzig. Ich finde es einfach witzig. Auch wenn es zugegebenermaßen irgendwo seltsam anfühlt, wenn du halt hier eine Frau hast, die sich dann verhält wie ein kleines Kind. Das ist seltsam. Aber ich kann drüber hinwegsehen. Dann die anderen Charaktere hatten jetzt im ersten Band noch nicht so viel Screentime, dass man wirklich sagen könnte, ja, okay, der ist ein gut geschriebener Charakter oder so. Denn da kommen wir jetzt auch zum Negativen. Denn was mich bei Ran und der grauen Welt im ersten Band vor allem gestört hat, war zum einen ein gewisser Charakter, der zwar an sich witzig ist, und zwar der hier hinten drauf, der hier oben liegt. Die Sache ist, dieser Typ verliebt sich so ziemlich in Ran, in der Erwachsenenform. Ich finde ihn an sich, er hat ein paar witzige Momente, wie zum Beispiel, ne, ich verrate es besser nicht, aber ich finde ihn an sich witzig, nur eben dieser, dass er in Ran verknallt ist. Wenn man drüber nachdenkt, das hat ein sehr, sehr seltsames Gefühl. Es ist super creepy eigentlich.
Ich meine, er weiß nicht, dass Ran ein kleines Mädchen eigentlich ist. Aber wenn man halt so drüber nachdenkt, das hat immer einen sehr, 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 sehr seltsamen Beigeschmack, wenn er sich so ein bisschen an Ran macht. Und da weiß ich echt nicht, was ich davon halten soll. Wie gesagt, einerseits, ich finde ihn witzig, aber andererseits, oh Gott, es ist so... das ist nicht aller Jahre, ist einfach nur zierlich, hat einen zierlichen Körper. Nein, sie ist halt wirklich ein Kind und sie verhält sich wirklich ein Kind. Sie ist also auch nicht wie ein Lolita-Charakter in einem anderen Werk, der, wo man trotzdem sagen kann, ja, ist trotzdem relativ erwachsen. Nein, das ist wirklich ein Kind und gerade das macht, würde ich so, ja, da muss ich wirklich abwarten, was sie mit den beiden machen. Es fühlt sich halt sehr, ja, eklig an ein, zwei Stellen, wenn man drüber nachdenkt, leider Gottes. Und dann eine andere Sache, die mich persönlich an Ran und die graue Welt ein bisschen gestört hat, ist einfach, ich weiß nach dem ersten Band noch nicht so wirklich, wohin die Reise gehen soll. Also Band 1 war sehr Slice of Life mäßig, was ich an sich begrüße. Ich mag gutes Slice of Life, vor allem mit Magie. Bestes Beispiel, hier, Flying Witch. Großartige Slice of Life-Reihe. Aber die Sache ist, ich weiß nicht, ob das hier Slice of Life bleiben soll oder ob das doch nur eine Story kriegen soll. Und das ist das Problem. Ich finde, der erste Band etabliert nicht wirklich, was er sein will. Slice of Life? Story? Kommt da noch was? Oder soll es wirklich einfach nur 7 Bände ein bisschen witzig, haha? Und viel krasse Magie sein. Das finde ich schade, weil in meinen Augen sollte ein erster Mann in der Regel sowas immer schon grob etablieren. Wenn es sich später ändert, ist das nochmal was anderes. Aber ein erster Mann sollte einfach wirklich ein Gefühl geben für das, was man erwarten kann. Und das tut dieser Mann in meinen Augen nicht besonders gut. Doch was ist jetzt mein Fazit zu Ran und die graue Welt? Und hier muss ich wirklich sagen, ich finde es schwierig, weil einerseits, ich mochte das Werk. Ich fand, es hatte ein, zwei witzige Momente. Jetzt nicht so witzig wie in einem Folge den Wolken nach Nord und West oder so, dass ich mich hier kaputt lache. Aber mein kurzes Grinsen war schon drin. Also, es war an sich ganz nett. Ich mag das Artwork eben wirklich. Gott verdammt, das Artwork ist bombastisch. Und ja, ich bin halt ein Fan von Aki Ire. Und ich feiere halt einfach diese kreativen Ideen. Andererseits hast du halt diesen ekligen Beigeschmack durch den Charakter, der sich an Ran so ziemlich ranmacht. Der halt nicht weiß, dass sie ein kleines Kind ist. Und einfach, dass man nicht so wirklich weiß, was will Ran und die graue Welt eigentlich werden. Dementsprechend, es kriegt von mir eine 7 von 10. Ich hatte Spaß. Ich konnte über das Creepige sogar noch relativ gut hinwegsehen. Einige wird es deutlich mehr stören. Aber ja. Ich meine, hey, wer weiß, vielleicht machen sie da am Ende was à la Ultimate Spider-Man mit Black Cat und Peter Parker. Falls jemand diesen Comic gelesen hat und weiß, was da passiert. Aber so, jetzt. Es ist wirklich ein schwer beurteilendes Werk. Weil Band 1 einfach nicht aussagekräftig genug ist. Ich wünschte, Carlsen hätte hier tatsächlich Band 1 und 2 direkt zusammen veröffentlicht, dass man besser ein Gefühl hat für das, was dieses Werk werden will. Aber gut, kann man nichts machen. Es kriegt von mir fürs Artwork allein schon mal eine Leseempfehlung, auch wenn 12 Euro pro Band nicht gerade günstig sind. Aber ey, Großformat, Naturpapier, oh, das ist mein Herz. Herrlich. Und zum Ende dieses ersten Rücks will ich jetzt noch einen kleinen Fun-Fact bringen. Und zwar auf der Webseite von Carlsen Manga schreibt Carlsen, dass Ran und die graue Welt etwas für Fans ist von Yamada Kun and the Seven Witches. Ich finde diese Verlagsempfehlung ja eh immer herrlich bescheuert, weil das oft gar keinen Sinn ergibt. Und gerade hier, sag mal, was haben die geraucht bei Carlsen? Yamada Kun and the Seven Witches und Ran und die graue Welt sind zwei komplett verschiedene Werke, die nichts miteinander gemein haben, außer dass es sich um Hexen dreht. Weil, ne, Ran ist halt eine Hexe. Und ja, das fühlt sich sehr, sehr, sehr. Das ist einfach so, what? Als ob euch da nichts Besseres eingefallen ist. Und dann schreibt für Fans von Harry Potter meinetwegen. Selbst das hätte besser gepasst als Yamada Kun. Und damit will ich nicht sagen, dass Yamada Kun ein schlechtes Werk ist,
Aber es ist einfach ein sehr unpassender Vergleich. Aber ja, das war's mit diesem Ersteindruck zu Ran und die graue Welt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Habt ihr den Manga gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr ihn ansonsten? Über ein Abo würde ich mich freuen, über einen Daumen nach oben sowieso. Und ja, danke fürs Zusehen und ciao!